sich als Team verstehen, das Verantwortung teilt und sich nicht in Protektionismus flüchtet. Die Information der Bürger muss im Vordergrund stehen, dagegen der Lobbyismus und Bürokratie streng begrenzt. Wie stehen Sie dazu? Haben Sie aber einige Themenbereiche zusammengepackt, zu denen man ganz Unterschiedliches sagen muss und sagen kann. Also die Frage, was ist Lobbyismus? Wenn Sie in das Lobbyistenregister des Europäischen Parlaments gehen, da reingehen, das können Sie auch vom Internet aus, da brauchen Sie gar nicht nach Brüssel zu kommen, aber wenn Sie hinkommen, liegt das im Eingangsbereich aus, da können Sie reingucken, wer alles bei uns ein- und ausgeht, da sage ich mal, da ist eigentlich alles, was irgendein Interesse vertritt, ist da vertreten. Da sind natürlich die Industrieverbände vertreten, da sind die Gewerkschaften dabei, da sind die Kirchen da, da sind die Verbraucherschutzorganisationen, es sind eigentlich alle da. Ich glaube, ich weiß auch, dass das Wort Lobbyismus als solches erstmal bei den allermeisten, und ist ja auch gut, eher so eine zweifelnde oder kritische Reaktion auslöst. Aber man kann auch das Wort Lobbyismus als Interessenvertretung bezeichnen. Und dann ist nur die Frage für den Abgeordneten, der zu entscheiden hat, ist er bereit, bei einer Sachfrage das Meinungsspektrum anzuhören. Also neben Anhörungen, die wir innerhalb des Parlaments natürlich haben, wie im Bundestag auch, wo also bei Gesetzgebung dann die unterschiedlichen Interessenvertreter eingeladen werden, kommen die natürlich gelegentlich auch zu uns in die Büros. Und dann gibt es dann auch wieder Leute, also ich habe es in den 18 Jahren, wo ich im Parlament bin, hat mir noch niemand irgendeinen unsittlichen Antrag finanzieller oder sonstiger Art gemacht. Also das mag es auch geben. Aber also ich kann wirklich guten Gewissens sagen, mir ist noch niemand irgendwie komisch gekommen, der wäre bei mir auch aus dem Büro geflogen. Also das ist auch klar. Aber wenn man sich dann mit konkreten Sachfragen beschäftigt, muss ich wissen, wo denn die Interessen sind? Ich nehme mal ein konkretes Beispiel. Wir hatten eine Verordnung über Bodenverkehrsdienste. Ja, die sollte reformiert werden. Da ging es darum, die Bodenverkehrsdienste an Flughäfen, also das, was am Boden stattfindet, Gepäckverladung, die Räumung von Schnee im Winter oder alles das, was eben nicht in der Luft, sondern am Boden stattfindet, das sollte weiter liberalisiert werden. Und da hatten natürlich die Fluggesellschaften ein anderes Interesse als zum Beispiel die Flughäfen, insbesondere die deutschen Flughäfen. Aber dann war dann wiederum die Fluggesellschaft, sowohl der Betriebsrat als auch die Leitung und auf der einen Seite und der Betrieb Fraport und die Betriebsräte Fraport auf der anderen Seite. Und natürlich war das eine ganz schwierige Abwägung. Ich habe mich am Ende gegen die weitere Liberalisierung entschieden, wie die große Mehrheit im Parlament auch. Und da hatte ich dann die Bundesregierung auf meiner Seite, den Hessischen Landtag, die Hessische Landesregierung und die Firma Fraport, aber nicht die Lufthansa, die wollte was anderes. Da musste man sich am Ende entscheiden. Aber ohne zu wissen, was zum Beispiel in so einem Fall die wissen wollen, wie die Interessenlage ist, geht es nicht. Das heißt, ich brauche diese Interessenvertreter, damit die sich bemerkbar machen, aber ich bleibe unabhängig in meiner Entscheidung. Das geht bei uns deswegen gut, weil wir keine Regierungs- oder Oppositionsrolle im Europäischen Parlament haben. Das heißt, wir sind gar nicht irgendeine Regierung verpflichtet, sie zu stützen oder eine Opposition gegen die Regierung zu arbeiten. Das heißt, ich bin eigentlich gar nicht dagegen, dass Leute ihre Interessen zum Ausdruck bringen. Es darf nur nicht so sein, dass sich entweder ein Abgeordneter bezahlen lässt für die eine oder andere Art oder dass er sich mit einer vorgefassten Meinung vielleicht sogar in das Parlament wählen lässt. Das ist mehr in anderen Ländern vertreten, dass dann bestimmte Interessenvertreter einer Partei sagen, nehmt die Person mal, die soll gefälligst unsere Interessen vertreten. Also habe ich so eine Kollegin bei British Airways, war die früher, die ist dann über ihre Partei dann ins Parlament gewählt worden, die hat nur British Airways gemacht. Also so verstehe ich mich dann auch nicht als Abgeordneter, aber ansonsten denke ich, zuhören und dann die Meinung bilden, so sollte es eigentlich sein.